Das bedeutet, lange konnte sich Maxi nicht über seine Spitzenposition freuen. Die hat jetzt gewechselt. Victoria ist unsere neue Spitzenreiterin vor den letzten beiden Slammerinnen des heutigen Abends. Und die vorletzte ist... Ja, nicht ganz. Alexandra Heidel! Bitte klatscht sie auf die Bühne! Alexandra Heidel! Danke. So. Ich habe heute einen Text dabei. Den habe ich geschrieben, weil ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe um mein Leben. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das viele Leute in meinem Alter wahrscheinlich vor allem beschäftigt, aber vielleicht auch Leute in anderen Altersgruppen. Er heißt, was will ich werden? Was will ich werden? Das ist die Frage, die mich zurzeit beschäftigt, belästigt, ja sogar verängstigt. Tag ein, Tag aus mache ich dies und das, aber die eigentliche Frage ist, was? Als ich klein war, wusste ich, was es ist, und keiner hat mir gesagt, dass man es über die Jahre vergisst. Ich hatte Träume, doch die sind verschwunden, und zu heilen habe ich jetzt offene Wunden. Warum, warum vergeht die Zeit so schnell? Das Licht, es blendet mich so grell, das Licht wie in einem Verhörraum und Leute, die auf Tische hauen. Was willst du werden? Ja, das... Fragen Sie mich, aber ich weiß die Antwort wirklich nicht. Ich suche verzweifelt nach dieser Antwort, doch lauf nur planlos herum wie Kinder im Hort. Seitdem ich klein bin, höre ich von allen Seiten, wie Leute versuchen, mich zu leiten. Mach dies, mach das und dieses, lass. Und mittlerweile hege ich gegen mich selbst den Hass. Denn schon im Kindergarten lernte ich mich benehmen und keiner kann mir meinen Willen nehmen. Ich halte die Tür auf, bring den Müll raus, ich stehe im Bus immer auf, ich nehme wirklich alles in Kauf. Ich habe mich so viel leiten lassen, meine eigene Willenskraft hat mich verlassen und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Spüre gegen mich selbst und die Welt einfach großen Groll. So vieles wurde mir vorgegeben. Ich habe mich dem System des Staates ergeben. Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, Studium und nur so kommst du am Ende auch ins Elysium. Ich kann... Deutsch, Latein, Altgriechisch und Englisch und Platon, Aristoteles, Sophokles, die kenne ich. Doch was bringt mir das? Was will ich werden? Denn ich habe in meinem Leben schon viel gemacht. Ich habe in der Zeit auch viel gelacht. Doch mittlerweile ist mir das Lachen vergangen und ich habe nach nichts mehr wirklich Großes verlangen. Ich wollte doch mal ganz groß sein und jetzt ertrinke ich meinen Kummer in Wein. Ich bin immer müde, mein Kaffee trübe und ich habe keine Lust. Ich ergebe mich der Sucht. Schlaf. Das ist mein Traum. Im Schlaf bin ich, wie ich bin, und nichts, was ich mache, braucht einen Sinn. Gehe ich fliegen, bleibe ich liegen, es gibt keine Intrigen. Wenn ich möchte, kann am Ende auch nur ich siegen. In meinen Träumen gibt's keine geschlossenen Räume, nicht wie im echten Leben, wo ich nur da sitze und sie mir Lektionen geben. Oder bei einem Vorsprechen. Uniform, grad sitzen und dann auch nett lächeln. Und dann wollen sie meinen Lebenslauf. Es ist wichtig, wie ich mein Leben verkaufe. Immer wieder machen, so viele Sachen. Seltener lachen, nachts immer wachen und nie kann ich's einfach mal krachen lassen. Ich hab gelernt, alles zu hassen. Warum? Warum ist das Leben so? Ich such meinen Traum, aber wo ist der wo? Was will ich werden? Es sagte schon Michael Ende, dieses Zeitalter bringt eine Wende. Wir haben keine Zeit, doch der Weg ist so weit. Und schon Momo kämpfte gegen die grauen Männer, auch die hielten sich für die großen Kenner. Doch Momo, sie zog tapfer in den Krieg und sie kam zurück mit einem wichtigen Sieg, denn sie hatte sich nicht den Männern ergeben und sie gab den Leuten zurück ihr wertvolles Leben. Und so stehe ich hier und ich suche nach Wegen, doch ich weiß, was ich werden will im Leben. Glücklich. Danke. Alexandra Heidel, die vorletzte Poetin. Victoria Gendon hat vor wenigen Augenblicken die Spitze übernommen mit 28,2 Punkten. Maxi Schneiderbauer kam davor mit 27,7 Punkten. Wird sich die Jury jetzt hochsteigern? Die Jury denkt natürlich an alle Auftritte zurück. Das haben wir eher oft genug gesagt. Und findet jetzt das richtige Maß hoffentlich für den Text von
Alexandra. Wir zählen runter zum vorletzten Mal. 3, 2, 1. Aha. 5 Wertungen sind oben. Die niedrigste ist eine 8,2. Wird gestrichen. Du kannst ruhig klatschen. Wenn du das für richtig hältst, klatsch. Fühl dich ganz frei. Wir haben eine 8,7. Und es geht hoch in den 9er-Bereich. Eine 9,3. Eine 9,6. Und Juli hat sich ihr Privileg wieder zurückerobert, die höchste Punktzahl der Runde zu vergeben. Und zwar ist es die 9,7. 8,7, 9,3, 9,6 ergibt 27,6 Punkte für Alexandra Heidel. Applaus.